Was haben eine Supernova, kosmische Strahlung und ein Würfelspiel miteinander zu tun? Im Zelt Nummer 34 finden wir die Antwort. Dort hat das Haus der Astronomie eine Statistik zum Mitmachen. Der Physiker Dr. Bernhold Feuerstein erklärt, wie die Ladung kosmischer Strahlung mit einem Würfelspiel verstanden werden kann. Es geht darum, warum ist die nicht ganz so energiereiche Strahlung viel häufiger als die extrem energiereiche. Und die extrem energiereiche braucht viele Beschleunigungsstufen. Das entspricht, ich muss sehr oft würfeln, bis ich eine gewisse Augenzahl erreiche. Das ist der Zusammenhang. Okay, nochmal in langsam. Was bedeutet das eigentlich? Im Weltraum gibt es viele Sterne. Hier ist einer davon. Um diesen Stern kreisen Teilchen, wie zum Beispiel dieses hier. Nach vielen Umdrehungen ist das Teilchen so schnell, dass es aus seiner Bahn geschleudert wird und durch den Weltraum fliegt. Irgendwann trifft dieses Teilchen vielleicht die Erde und wird von Physikern wie Dr. Bernhold Feuerstein beobachtet. Dieses eine Teilchen wirft dann viele Fragen auf. Wir fragen uns natürlich immer, wo kommt das her? Ich meine, das ist irre. Also das ist, was da kommt aus dem Weltall. Das sind Energien, die können wir in keinem Teilchenbeschleuniger der Erde künstlich herstellen. Das ist um Größenordnung mehr. Das ist hochspannend. Ne? Was sind das für irre Prozesse in Supernova-Überresten, in der Umgebung schwarzer Löcher, also wo extreme Bedingungen herrschen, wo solche energiereiche Strahlung herkommt. Und das wollen wir einfach verstehen, weil wir neugierig sind als Physiker. Dabei sind Teilchen nicht gleich Teilchen. Manche Teilchen sind energiereicher als andere. Die Wahrscheinlichkeit, dass uns ein energiereiches Teilchen trifft, ist relativ gering. Wie bei diesem Würfelspiel. Damit simulieren wir, wie wahrscheinlich es ist, dass das Teilchen die Umlaufbahn des Sterns verlässt. Immer wenn die gewürfelte Zahl größer als 8 ist, fliegt das Teilchen weg in den Weltraum. Dann werfen wir einen Ball in das Glas, auf dem steht, wie viele Versuche es gebraucht hat. Am Ende sieht man dann, nach wie vielen Würfen das Teilchen am wahrscheinlichsten die Umlaufbahn verlässt.